Hallo und herzlich willkommen zurück zu Shantae. Beim letzten Mal sind wir endlich hier durch den Sumpf gekommen und haben Zuflucht in diesem, ja, Wagendorf gefunden, wo nur Zombies umherlaufen. Also richtig schön gemütlich ist es hier. Ich wollte gar nicht in den Bathing Wagon. Na egal. Gehen wir da raus. Wir wollen kein Bad nehmen, sondern wir wollen zu Rotty Tops und sie in einem Rennen besiegen. Denn falls ihr euch an die letzte Episode zurückerinnert, ist schon etwas länger her, aber naja, hat sie uns zu einem Rennen herausgefordert, denn sie weiß, wo der Ort des Simmerstones ist, und den Simmerstone würden wir natürlich sehr, sehr gerne haben, bevor hier Risky Boots, so hieß sie, bevor Risky Boots den Simmerstone in ihre Hände bekommt. Ja. Aber wie schon gesagt, sie möchte erst, dass wir sie in einem Rennen besiegen. Und wenn wir sie nicht besiegen, sondern sie gewinnt, dann wird sie unser Gehirn fressen. Und naja, das ist halt nicht so gut. Also haben wir umso mehr Grund, dieses Rennen zu gewinnen. Einmal, damit wir den Simmerstone bekommen, und einmal, damit sie nicht unser Gehirn frisst. So. Okay. Aha. Da unten ist eine Anzeige. Warum ist sie viel schneller als wir? Unfair. Ah, okay, da unten ist die Anzeige. Wow. Verdammt. Okay, ein Hindernis. Nicht gut. Muss beim nächsten Mal mehr aufpassen. Kann ich durchsliden? Wunderbar. Okay, gleich habe ich dich wieder. Pass nur auf. Hüpf. So. Hüpf. Oh, was ist das denn? Das ist doch gemein. Die Steine kommen viel zu spät ins Bild. Jetzt ist sie... Ah, gesprungen. Ich hätte sliden müssen. Oder durchrutschen, für diejenigen, die Deutsch lieber mögen. Ey, das ist doch echt blöd. Die Steine kommen erst so spät ins Bild. Nein! Oh. Ey, was soll das denn jetzt? Rutsch doch bitte mal. Also irgendwie glaube ich, dass ich dieses Rennen jetzt nicht gewinnen werde. Oh, komm schon. Also Leute, das ist, sieht vielleicht einfach aus, aber das ist echt blöd. Weil Shantae hat... Wow, muss so weit vor dem Stein springen, um drüber zu kommen. Und ich drücke aus Reflex dann direkt schon den Sprungknopf, damit Shantae auch drüber kommt. Und dann ist ein Baum. Oh. Oder ich drücke halt zu spät, dann knallt Shantae dagegen. Ja, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Bitte nicht mein Gehirn fressen. Lottie, either try again or cough up those brains. What do you say, Shantae? Wanna race? Ah, okay. Sie hat gesagt, wir sollen entweder es noch einmal versuchen oder das Gehirn aushusten. Da versuchen wir es natürlich nochmal. Also, so viel ist ja sicher. Und ich hoffe, dieses Mal bin ich besser. Lauf, Shantae, lauf! Aber Rotty Tops ist auch verdammt schnell. So. Was kommt als nächstes? Ich glaube, das ist zufallsbasiert. Sonst könnte ich es ja einfach auswendig lernen. Sorry Leute, wenn ich jetzt etwas ruhiger bin. Ich konzentriere mich wirklich auf den Rand, damit ich früh genug den Knopf drücke. So, okay, das sieht gut aus. Wenn ich jetzt keinen Fehler mache, müsste ich das... Nein! Scheiße! Verdammt, okay. Mal, ob ich das noch schaffe. Wenn ich keinen Fehler mache, dann bestimmt. Oder vielleicht, ich weiß es nicht. Also schneller kann ich auf jeden Fall nicht rennen. Hä? Toll. Was sollte das denn jetzt, Santa EA? Oh. Ich kann sogar die andere Richtung laufen. Nö, ich habe keine Lust, das Rennen zu machen. Nö, ich will nicht. Ich will nicht. Naja, führt ja leider nichts daran vorbei. Jetzt kann ich auch hier versagen, denn Rotty Tops ist ja schon im Ziel angekommen. Aber das ist interessant, wenn ich dagegen slide. Toll. So. Ey, guckt euch an, mit was im Tempo ich dagegen laufen muss, um so weit zurückgeworfen zu werden. Oh, komischer Stein. Boing. Und mal wieder voll gegen den Baum gesprungen. Ja, freudig. Mein Gehirn kriegst du trotzdem noch nicht. Nein, ich möchte es noch einmal versuchen. Bitte. Dankeschön. Oh Mann. Auf was habe ich mich bei diesem Spiel nur eingelassen? So. Ganz ruhig. Nein! Ah, es kann nicht wahr sein. Direkt wieder das erste Hindernis. Aber ich glaube, das ist immer das gleiche. Jetzt müsste ein Baum kommen. Okay. Dann kommt ein Stein, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und jetzt weiß ich es nicht mehr. Noch ein Stein. Also Stein, Baum, Stein, Stein.
Baum. Oh. Na warte, dich kriege ich. Dich kriege ich. Ah nein. Autsch. Nochmal, komm. Noch habe ich die Chance, dich zu kriegen. Ich werde dich kriegen. Aber sowas von. Upf. Ah, das ist noch möglich. Noch ist alles möglich. Ich hab sie gleich. Ich hab sie gleich. Wenn ich jetzt nicht hängen bleibe. Ja, ich sehe sie. Ich sehe sie. Komm schon. Streng mich an. Sprinte. Ah, nicht gegen den Stein sprinten. Mann. Nee. Ich habe zwar Little Big Adventure fertig, aber der Running Gag ist jetzt hier in Shantae, in dem ich gegen Bäume laufe und Steine und. Oh. Mein Gott. Und da dachte ich wäre ihn los. Nein, du kriegst mein Gehirn noch immer nicht. Auch wenn ich jetzt zigmal versuchen muss. Ich werde dieses Rennen schaffen. Und möglichst in dieser Folge. So. Auf geht's. Also erst kam der Stein. Dann kam ein Baum. Oder? Ja, da kam ein Baum. Und dann kamen zwei Steine. Wenn ich mich nicht irre. Hier eins, zwei und dann ein Baum. Meine ich zumindest. Ja, dann ein Stein. Ein Baum. Und dann zweimal Baum. Ja, zweimal Baum. Dann müsste wieder ein Stein kommen. Boah, guckt euch mal, wie knapp die hinter mir ist. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, was kommt. Ich glaube, das ist ein Stein. Ja. Okay. Nein, nein! Ah, Schande! Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das hat mich. Ja. Ich habe mir natürlich auch nicht gemerkt, was jetzt wann kam. Ach, das doch. Ja, genau. Spring auf der Stelle, Shantae. Jetzt geh hier rüber. Wenigstens greifen uns keine Gegner an. Ja, freu dich, Rotty Tops. Du hast gegen uns mal wieder gewonnen. Ja, noch einmal. Ich meine, wenn ich ein bisschen weiter nach vorne sehen könnte, dann wäre das wahrscheinlich viel einfacher. Aber gut, dann wäre natürlich wahrscheinlich auch keine Herausforderung da drin. Vor allem, was ist denn das für ein Zombie? Ich dachte mal, Zombies wären langsam und ich würde schlurfen und könnten nicht so schnell rennen wie Rotty Tops hier. So. Es kommen zwei Steine. Eins. Zwei. Wow. Ich wusste nicht mehr, dass er so schnell dahinter kommt. Och, Leute. Ich möchte über den Dungeon. Ich möchte hier nicht rumrennen und gegen Steine laufen, die Schnurrbärte haben. Oder zumindest aussehen, als wenn sie Schnurrbärte haben. Und gegen Bäume mit. Mann. Kann ich das irgendwie. Nein. Moment, kann ich irgendwie cheaten? Mit irgendwelchen Items? Nee, ich kann nicht mehr Items benutzen. Tanzen kann ich auch nicht. Okay. Wäre ja ganz interessant gewesen, mit dem Affen zum Beispiel durchzugehen oder so. Aber. Das geht wohl leider nicht. Oh Mann. Ja. Das ist. Wird langsam nervig, Shanta, ey. Möchtest du mich bitte. Das Rennen gewinnen, das wäre mal eine Abwechslung. Oh Mann. Vor allem, ich kann überhaupt keinen richtigen Vorsprung gegenüber Rotty Tops aufbauen. Sobald ich einen Fehler mache, ist sie sofort vor mir. Und das ist irgendwie doof. Ja, nochmal. Los, nochmal! Ja, wackel mit deinem Hintern, Shantae. Das wird dir auch nicht helfen. Los! Renn! Renn, Shantae, und spring über den Stein und jetzt rutscht er den Baum durch, wenn er kommt. Wenn er den kommt, so, möglichst spät. Damit ich auch möglichst wenig Geschwindigkeit verliere durch das Rutschen. Wow, das war knapp. Das war auch knapp. Aber leider diesmal falsch knapp. Okay, noch kann ich sie kriegen. Ja, jetzt wahrscheinlich nicht. Nee, jetzt nicht mehr. Oh, das macht doch keinen Spaß. Ich meine, wenn Rotty Tops nicht so stark wäre, dann und man eine vernünftige Chance hätte, wäre das ja auch gut, aber das ist doch doof. Muss ich das jetzt echt komplett auswendig lernen, um es zu schaffen? Vor allem durch das ganze Reden lenke ich mich selber ab. Vor allem, wenn ich hinten liege, dann werde ich demotiviert. Dann habe ich keine Lust mehr, mich anzustrengen, dann laufe ich erst recht überall gegen. Beziehungsweise dann ist es ja sinnlos, sich anzustrengen, weil ich sowieso nicht gewinne. Boah.
Und deswegen springe ich jetzt auch gegen den Baumstamm. Kannst du nicht einfach dran vorbeilaufen? Ich meine, da ist doch bestimmt genug Platz. Oh. Ja, bla bla bla, komm schon. Ich möchte dieses Rennen gewinnen. Ich möchte endlich in den nächsten Dungeon. Weil die Dungeons erst die lustigen Sachen hier sind. Und der Rest ist, naja, geht so. Okay, komm, dieses Mal schaffe ich's, Leute. Auf geht's, Shantae. Renne, als ob es um dein Leben geht. Ich meine, es geht ja um dein Leben. Sie will dein Gehirn essen. Renn schneller. Komm schon, jetzt kommen zwei Steine, ne? Direkt hintereinander. So eins und direkt wieder springen. Dann kommt ein Baum. Und dann kommt Stein oder zwei Bäume, ich weiß es gerade nicht. Ah, ein Stein. Okay, aber jetzt kommen zwei Bäume. Drei Bäume. Aua. Ich glaube auch nicht, dass ich den noch kriege. Nee, jetzt kann ich den nicht mehr kriegen. Oh, das ist doch zum Weinen. Okay, drei Bäume, dann kommt ein Stein. Und direkt danach wieder ein Baum. Okay, Steinbaum. Steinbaum, 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 Stein. Steinbaum, Stein. Steinbaum, Stein. Baum, okay. Dann wieder zweimal. Boah. Boah, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, wie ich dagegen gelaufen bin? Ja. Habt ihr gesehen, wie ich gegen den Baum gelaufen bin? Das ist doch doof. Jetzt sitze ich schon wieder 10 Minuten dran und komme nicht weiter. Direkt am Anfang. Das ist doch einfach doof. Aber nur gut. Ich wusste halt vorher nicht, wie das Spiel ist. Das ist ja Da ich es ja blind spiele. Also Stein kommt als erstes wieder. Dann Baum. Baum, so. Naja, wenigstens könnt ihr die Chiptunes genießen. Die Chiptune-Musik vom Gameboy. Okay, Baum. Ist gekommen. Und Stein. Und dann drei Bäume. Eins. Zwei. Drei. Jetzt kommt Stein, Baum, Stein, Baum. Nein! Oh, ich bin doch früh genug gesprungen. Vor allem, wie langsam ich dann werde. Oh, die Tops machen natürlich keine Fehler. So, Stein. Baum. Baum. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Na toll. Oh, ich hätte das geschafft. Garantiert. Okay. Aber das war jetzt so knapp. Beim nächsten Mal schaffe ich das. Mann. Das Spiel ist jetzt auch nicht schlecht. Es macht ja sogar Spaß. Das ist ja das Schlimme. Ich komme bloß nicht weiter. Das ist das, was keinen Spaß macht. Okay. Los geht's. Immer den blöden Zombie hinterher. Das ist natürlich auch unfair. Der Zombie... Yeah. Okay, jetzt hat es eigentlich schon keinen Zweck mehr. Ja, aber was ich sagen wollte, ist natürlich unfair, denn Rotty Tops kennt die Strecke natürlich in- und auswendig. Im Gegensatz zu Shantae. So. Baum. Dreimal Baum. Nein, erst kam noch ein Stein. Okay. Aber ich hatte sie fast wieder. Dann jetzt kommt dreimal Baum. Eins. Zwei. Drei. Jetzt kommt Stein, Baum, Stein. Ah, ich hab doch gesagt Stein, Baum, Stein. Nicht Stein, Stein. Okay, dann kommen wir jetzt in den Stein, dann zweimal Baum. Ich weiß es nicht, ja. Oh, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Aber es hat mir trotzdem nichts gebracht. Denn ich habe wieder verloren. Wunderbar. Vor allem die Anzeige ist auch gut. Denn das Ziel ist nicht ganz am Ende, sondern irgendwie ein oder eineinhalb Punkte vorher. Wenn ihr mal genau hinguckt, wenn Rotty Tops das Ziel erreicht hat, dann springt der Kopf von ihr da unten in der Anzeige auf die Flagge. Okay, ich bin wieder etwas ruhig. Ich möchte das jetzt schaffen. So, hüpf. Rutsch. Dann kommt Stein, Stein. Baum. Stein. Baum, Baum, Baum. Ja, Nummer 2, Nummer 3, Stein,
Baum. Nein, ich sagte Baum. Warum springe ich denn? Und die ist natürlich direkt wieder vor uns. Klar. Jetzt kommt ein Stein. Und dann wieder ein Baum und noch einer. Nein, das kann nicht wahr sein. Na, jetzt achtet mal da unten. Ja, sie ist jetzt am letzten Punkt und springt dann sofort rüber. Ja, weil ich jetzt unten auf die Anzeige geachtet habe, bin ich natürlich voll gegengelaufen. Okay. Aber irgendwie muss das doch schaffbar sein. Ich meine, das ist jetzt schon so knapp. Irgendwie werde ich das hinkriegen. Ist natürlich nur schade, wenn ich dann irgendwie 30 Minuten nur mit diesem Rennen voll habe. Aber dann lässt sich nichts dran ändern. Da müsst ihr durch. Oder ihr guckt einfach nicht mehr zu, aber das finde ich schade. Also, und vor allem finde ich das nicht nur für mich schade, weil ich will dann die Arbeit machen, dass ihr mir nicht mehr zuguckt. Sondern auch, weil ihr dann nicht erfahrt, wie es weitergeht. Außer spielt es selber. Aber dann müsst ihr selbst euch durch diese Szenen hier quälen. Also, guckt lieber mir zu, wie ich mich dadurch quäle. So, noch ein Stein, genau. Und dann kommt ein Baum. Stein. Baum, Baum, Baum. Noch zwei Bäume. Noch ein Baum. So, ein Stein. Baum. Und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ah, ja. Okay, Stein. Baum, Stein, Baum. Stein. Ah, nein. Ja. Ach, Leute. Da verliere ich echt jegwede Motivation, weiterzuspielen. Ja, bla bla bla. Komm schon, nochmal. Was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Ich könnte natürlich nochmal die anderen Dungeons zurückgehen und die übrig gebliebenen Warp-Squids suchen, weil mir sind ja welche waren da ja nicht, die ich nicht gefunden habe. Oder ich könnte nach den Glühwürmchen suchen, aber ich glaube, das wäre langweilig. Von daher. So. Stein, Stein. Also sorry, Leute. Still bin ich jetzt. Denn ich muss mich gerade unglaublich konzentrieren. Stein. Ich habe gerade so, okay. Kommt noch ein Baum? Noch ein Stein? Nein, okay. Baum, Baum. Stein. Baum. Stein, Baum. Nein! Ah, ich... Mann, dieses Spiel macht aggressiv. Ja, jetzt... Zwei Fehler und schon schaffe ich es nicht mehr. Man muss das wirklich perfekt schaffen. Das ist doch... Mann. Das ist doch Blödsinn. Warum muss ich die Strecke komplett auswendig lernen, um dieses Rennen zu schaffen? Das ist doch bescheuert. Das zeigt wieder, die Dungeons... Das habe ich auch in der letzten Folge schon erwähnt. Die Dungeons sind wundervoll. Wirklich grandios. Für so einen Platformer, vor allem zu dieser Zeit, für den Game Boy Color, ist es einfach wow. Also, großartig. Aber der Rest ist, naja. Also jetzt hier das, die Oberwelt oder dieses Rennen. Ja, und jetzt kann ich es eigentlich schon wieder vergessen. Ja, jetzt hast du recht. Aber ich muss jetzt das Rennen zu Ende machen. Das Rennen, meine ich. Weil ich ja zwischendurch keine neue Startoption habe. Das ist doch zum Kotzen. Die Musik geht mir auch langsam auf die Nerven. Ja, komm. Lauf ruhig dagegen. Also, es tut mir leid, Leute, dass ich jetzt auch so mies drauf bin. Aber das macht einfach keinen Spaß. Das Einzige, was ich möchte, ist in den nächsten Dungeon zu kommen und nicht hier gegen Rotty Tops ein Rennen zu laufen, das ich nicht gewinnen kann, weil Rotty Tops cheatet. Ja. Und das jedes Mal damit endet, dass ich gegen den Baum renne. Either try again or cough up those brains. What do you say, Shantae? Wanna race? Ja. Ich möchte. Ich meine, hörst du, wie sehr ich dieses Rennen machen möchte? Rotty Tops? Hörst du es? Hm. So. Komm.
So. Hüpf. Mann. Das ist doch einfach nur zum Heulen. Zum Heulen ist das, jawohl. So, zweimal Baum. Stein, Baum. Stein, Baum. Nein! Ich hab doch extra noch gesagt Baum. Warum springe ich? Das ist so ein Reflex. Ich hasse es. Vor allem, wie oft Rotty Tops jetzt schon unser Gehirn eigentlich essen durfte. Unglaublich. Ja, nochmal. Ja, wie sie sich erfreut, dass sie gewonnen hat. Ich würde auch so grinsen. So, also, es ist so ein Grinsen von wegen, haha, du bist so schlecht, haha. Du wirst mich nie schlagen. Aber doch, das werde ich. Okay, Stein. Jetzt rutschen. Also Baum. Und jetzt zwei Steine. Nummer eins. Nummer zwei. Baum. Noch zweimal. Nein, es kommt erst ein Stein. Ja, ich hab's. Es ist einfach gerade nicht die richtige Uhrzeit, mir solche Sachen zu merken. Das Spiel kann mich mal, echt. Oder Rotty Tops, du kannst mich mal. Das Spiel an sich ist ja eigentlich ganz cool. Ja, und vor allem, wie früh ich abspringen muss. Kein Wunder, dass ich dann. Wenn ich so reagieren muss, ist ja auch kein Wunder, dass ich dann aus Reflex irgendwie auf die Springtaste drücke, wenn zum Beispiel ein Baum kommt, weil ich hab ja nur einen Bruchteil einer Sekunde, um zu reagieren. Weil ich sonst unglaublich zurückfliege, weil ich mit dem kleinen Zeh den Stein berühre noch. Ja, bla 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 bla, sag ich, bla! Und noch einmal. Ich meine, wenn ich jetzt privat spielen würde, würde mir das auch nichts ausmachen, wenn ich nur für mich spielen würde. Aber ich möchte euch ja auch das Spiel zeigen und vorankommen. Und nicht eine Stunde lang an sowas Blödem wie diesem Rennen hier hängen zu bleiben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Komm schon. Also, wie gesagt, wenn Rotty Tops nur ein bisschen langsamer wäre, dann wäre das Ganze wesentlich fairer und frustfreier. Ja, komm. Ich kann das Rennen jetzt sowieso schon nicht mehr gewinnen. Oh, ich habe keine Lust mehr. Jetzt ernsthaft. Das ist. Ja, wie oft willst du noch dagegen laufen? Mann. Ey, es ist. Ich werde so einen Freudentanz aufführen, wenn ich endlich den Dungeon erreicht habe, aber weil. Oh, ihr seht, wie blöd es ist, ihr hört, wie blöd es ist. Ja, bla bla bla, komm. Mach hin, ich möchte neu anfangen. Aber ich fände es auch blöd, das Projekt jetzt abzubrechen. Ich möchte schon, wenn ich was anfange, dann möchte ich es auch zu Ende bringen. Nur werde ich mir für die nächsten blinden Projekte. Also ich weiß nicht, ich möchte auf jeden Fall noch weiter Spiele blind spielen, denn ich finde das eigentlich ganz cool, so zusammen mit euch das Spiel zu erleben. Vielleicht sollte ich das gleich erzählen. Ich konzentriere mich jetzt lieber auf das Rennen. So, jetzt kommen zwei Steine. Jetzt kommen drei Baumstämme. Was? Es kommt noch ein Stein. Ja, genau. Dann kommen jetzt drei Baumstämme. Ich hab nach unten gedrückt. Warum slidest du nicht? Mann. Ja, komm. Ich hab das Rennen schon wieder verloren. Das ist doch zum... Oh. Ja, komm. Da hoch. Ey, es ist so demotivierend. So unglaublich demotivierend.
Leute, es ist... Jetzt sitze ich hier schon wieder 25 Minuten an diesem blöden Rennen und hab euch noch nichts Neues zeigen können in dieser Zeit. Das ist einfach doof. Los, komm. Volle Konzentration. Stein. Baumstamm. Zweimal Stein. Baumstamm. Einer diesmal nur, denn danach kommt noch ein Stein. Ja, diesmal merke ich es mir. Stein. Dreimal Baumstamm. Eins. Zwei. Drei. Stein. Baumstamm. Nein! Jedes Mal an dieser blöden Stelle springe ich. Weiß der Henker warum? So, Stein, Baumstamm. Baumstamm? Ich weiß es gerade nicht. Ja. Komm, 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 komm. Oh, das war doch so knapp. So knapp. So ein kleines Stückchen. Ey, komm, das schaffe ich jetzt. Das schaffe ich jetzt. Ja, komm, nochmal. Los. Los, mach hin. Ich möchte. Boah, wie knapp das war. Wie verdammt knapp. Okay, Stein. Ein Stein allein im Wald. So. Ein Baumstamm. Kommt das jetzt so? Dann kommen zwei Steine. Eins, zwei. Und als nächstes kommt ein Baumstamm. Und dann wieder ein Stein. So, und dann wieder drei Baumstämme. Eins, zwei. Bin ich froh, dass das nicht zufallsgeneriert ist, Leute. So ein Stein, ein Baumstamm, ein Stein. Stein, sagte ich. Baumstamm. Diesmal bin ich nicht dagegen gesprungen. Noch ein Baumstamm. Müsste ein Stein. Nein, 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 nein! Ey, jetzt kann ich das ganze Rennen vergessen, weil ich einmal dagegen... Ja, guckt euch das doch mal an. Was soll der Mist denn? Ich darf keinen Fehler machen. Sonst... Oh, das ist doch... Sowas ist frustrierend, wenn man keinen Fehler machen darf. Wenn man es wirklich perfekt machen muss. Das ist einfach doof. Das wäre vielleicht für einen hohen Schwierigkeitsgrad gut oder New Game Plus oder so, aber doch nicht in normalen Standardspiel. Mann. So, Baumstamm. Zwei Steine. So. Baumstamm. Ein Stein. Drei Baumstämme. Ein Stein. Ein Baum. Warum springe ich dagegen? Ich weiß es nicht. Ein Stein. Zwei Bäume. Einer. Zwei. So, komm. Dich kriege ich, dich kriege ich. Nein. Nein, warum bin ich gesprungen? Ich hätte es wahrscheinlich sowieso nicht geschafft. Die wäre wieder ganz kurz vor mir ins Ziel gekommen. Eigentlich kann ich das. Ich weiß die Strecke jetzt auswendig. Eigentlich müsste ich das jetzt machen können. Aber es ist, ich mache immer irgendwelche Flüchtigkeitsfehler. So, komm. Renn los, Chantae. Ja, toll, jetzt kann ich schon wieder vergessen. Ein Baum kommt. Ich muss das immer sagen, sonst kriege ich es nicht hin. Wenn ich still bin dabei oder was anderes erzähle. Also ein Stein. Baum. Nein, zwei Steine, ja. Ich habe schon wieder die Reihenfolge nicht mehr im Kopf. Ein Baum. Stein. Drei Bäume. Warum rennst du dagegen? Das ist doch blöd. Steinbaum. Steinbaum. Baum, noch ein Baum, danach. So, Stein, Baum, Stein und verloren. Ey, jetzt kann ich schon
die gesamte Strecke auswendig und ich schaffe es trotzdem nicht. Es ist doch... Wer hat seinen Spaß an sowas? Echt? Das ist doch... Okay, Stein. Baum. Zwei Steine. Ein Baum. Kommt jetzt. Ein Stein. Ein Stein. Eins. Drei Bäume. Dass ich auf den flachen Witz nicht vorher schon gekommen bin. Albert Einstein hier. Ein Stein. Ein Baum. Ein Stein. Zwei Bäume. Und dann wieder abwechselnd. So. Ja. Wenn ich jetzt keinen Fehler mehr mache. Oh Leute, ich hab's geschafft. Ich hab endlich dieses blöde Rennen gewonnen. Ja, das geschieht dir recht, dass du jetzt mal dagegen läufst. Und mir fällt der Controller vor Schrecken aus der Hand. Mein Gott, ey. Boah, eine halbe Stunde habe ich dafür gebraucht. Oh, endlich. You beat me. Dagnab. Look, Shantae, you've got passion and I like that. Ja. What do you say I help you get that? Sie sagte, ich habe Leidenschaft und das mag sie. Was ich dazu sagen würde, wenn sie mir hilft. Und ja, Leidenschaft braucht man sehr viel, um dieses Rennen zu schaffen. Das glaube ich schon. Simmerstone, I promise to keep the snacking to a minimum. Okay, also der Schimmerstein. Ich verspreche, dass ich das Snacken an deinem Gehirn auf ein Minimum mache. Shantae. I suppose. Then I'll meet you at the door of the Cackle Mount later. Oh, jetzt muss ich nur leider noch den Cackle Mount suchen, aber speichern, Leute. Ich möchte das nicht nochmal machen. Ich speichere jetzt erstmal. Boah. Aber ich bin echt froh, dass ich, dass das zum Auswendiglernen ist und nicht jedes Mal zufällig generiert. Also das wäre, glaube ich, Katastrophe gewesen. Da wäre ich niemals durchgekommen. Habe ich zugespeichert. Ich mach's nochmal. Erzähl einfach weiter. Wie gesagt, da wäre ich niemals durchgekommen. Ja, okay, gespeichert. Weil ich habe das jetzt nur geschafft, weil ich dann wusste, welchen Knopf ich drücken musste. Auch wenn es... Ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, wie viele Anläufe ich gebraucht habe. Oh, aber ich habe es endlich geschafft. Und jetzt suchen wir den Cackle Mount. Das wird hoffentlich funktionieren. Und ja, das ist halt, weil ich dieses Spiel blind spiele. Das wäre natürlich schöner gewesen, hätte ich vorher gewusst. Was bist du denn? Oh! Was bist du für ein komisches... Das ist sowieso nachts, ne? Das ist die stärker. Aber was ist das? Eine Elfe? Ja gut, ich kann nicht so springen. Ich hatte jetzt nämlich keine Lust gehabt, mich in einen Affen zu verwandeln. Boah, noch so ein Blödmann. Kann ich da hoch? Ja, da ist der Typ auch. Was auch immer das darstellen soll. Einfach Bogenschützen. Vielleicht ist es der Kid Icarus. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Blüpf. Hier ist nichts. Aber die Musik ist ganz cool. Oh, was bist du denn? Schießt du auf mich? Nee, du blockierst mir nur den Weg, oder wie? Ah. Interessant. Ich kann dich also runterhauen. Der Gesichtsausdruck war cool. Nein, nein. Ernsthaft? Nee, ne? Vor allem, ich hab mir da noch so gedacht, nee, da rutscht du doch runter in dein Verderben. Und da konnte ich leider nicht mehr abspringen. Okay. Wo, was ist denn? Da oben ist noch einer? Hä? Wo denn? Ach, über dem Baum. Okay, glücklicherweise kann er nicht... Aua, runterschießen. Nur zur Seite. So schräg diagonal runter. Naja, ich hätte ihn jetzt eigentlich nicht besiegen müssen, aber... Ich muss gerade meinen Frust ein wenig an Gegnern auslassen. Nein, nicht schon wieder! Oh. Ja, Leute, diese Episode sehen wir, wie Superfax bei einem Rennen unglaublich versagt und dann auch noch im Sumpf. So, diesmal aber mit Anlauf rüber und hüpf! Und Vorsicht, hüpf! Boah, aua. Hüpf! Wow, das war knapp, ich hab mich schon erschrocken. Okay. Ja,
Mit dir haben wir keine Probleme, das ist gut. Was ich aber noch erzählen wollte, ja. Ich habe das jetzt schon zweimal angefangen, aber irgendwie nicht weitergeführt. Blindspielen. Ich wusste eben nicht, was mich hier erwartet. Bei Chantal. Und ich habe halt nur Gutes drüber gelesen. Ich wusste eben nicht, dass ich so meine Probleme mit diesem Spiel haben werde. Weil ich bin halt auch nicht so der Typ, der in Plattformen gut ist. Das muss man einfach sagen. Muss ich einfach zugeben. Also zumindest in 2D-Plattformer. 3D-Plattformer sind wieder eine ganz andere Sache. Und irgendwie, ich mag 3D-Plattformer auch lieber als 2D-Plattformer, auch wenn viele Leute das sicher nicht verstehen können. Aber nun gut. Bäh, du triffst uns nicht. Und ich traue mir nicht, mich nicht darunter zu springen. So, und bevor ich jetzt weiterrede auf dieser Pink. Oh, ein Glühwürmchen. Nee, das ist kein Glüh... Was bist du? Ich wollte gerade sagen, Glühwürmchen, aber Glühwürmchen gibt es doch gar nicht am Tag. Ah, wie wurde ich verwandelt für den Affen nochmal? So, jetzt mal. Ich muss es endlich mal sagen jetzt. Also, ich wusste ja nicht, was mich erwartet hier mit Chantae. Von wegen blind und so. Da habe ich jetzt schon zum x-ten Mal gesagt. Aber, ich werde... Hallo, gehst du mal hier raus? Ich werde wahrscheinlich trotzdem, wenn ich Chantae durchhabe, wieder blinde Spiele spielen. Also, ja, blinde Spiele. Das heißt, ich werde Spiele blind spielen, dass ich sie nicht kenne. Oh, Entschuldigung. Entschuldigt kurz, das ganze Aufregen hat meinen Hals etwas trocken gemacht. So. Kurz einen Schluck getrunken. Jetzt kann es weitergehen. Wo war ich denn? Genau. Ich möchte nämlich trotzdem Spiele blind spielen, einfach weil ich es cool finde. Zusammen mit euch die Atmosphäre zu erleben, das Spiel komplett zu erleben. Ich wusste es doch. Aber wo soll ich denn da lang? Naja, wenigstens sind jetzt keine Gegner mehr da. Denn ich finde zum Beispiel so Spiele wie Little Big Adventure 2 würde ich auch unglaublich gerne blind spielen. Gleich bin ich tot, naja, was soll's. Der Speicherpunkt ist direkt in die Ecke und ich habe ja gespeichert. Einfach um das Spiel zu erleben und dann selbst rumrätseln zu können bei Rätseln und... Ja, okay, fail. Denn sowas mag ich eigentlich gerne. Und ich gucke mir auch gerne blinde Let's Plays an. Zumindest von Spielen, wo dann halt auch viele Rätsel drin sind und so. Wenn man dann wirklich miträtseln kann und das nicht so doof ist, wie dann zum Beispiel... Man geht einfach in den Raum und weiß dann sofort die Lösung vom Rätsel. Ist halt ein bisschen schade. Aber... Ich meine, bei Chantae trifft das auch zu, in den Dungeons. Also, in den Dungeons macht das Spiel richtig Laune. Und ich glaube, da scheint das Let's Play hier auch so. Aber jetzt so gerade, diese Folge ist kein Beispiel, was ich gerne anderen zeigen würde, um meine Let's Play-Künste zu vorzuführen. Da zeige ich lieber Little Big Adventure 2 Folgen. Aber na gut, lässt sich jetzt immer nichts machen. Von daher... machen wir das Beste daraus. Und zwar, indem wir den Dungeon finden, wo auch immer er sich versteckt. Ich werde ihn sowas von finden. Ich werde ihn so hart finden, dass er danach nicht mehr weiß, dass er ein Dungeon ist. Genau, ich werde ihn sämtlicher Schätze berauben. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Zeig mir deinen tollen Gesichtsausdruck. Jawohl. Da kann ich irgendwas... Moment, kann ich den Baumstamm wegrammen? Ich hoffe, ich habe jetzt... Ja, nein, Affe wollte ich nicht. Wie war nochmal die Kombination für den Elefanten? War das rechts und hoch? Oder hoch und rechts? Nein, rechts, hoch. Nicht! Ja, dann kannst du mich mal gerne haben. Dann zeig mir das doch bitte nochmal. Wie ist die Kombination? Unten links. Ah! Ja, zu lange nicht mehr gespielt. Also, unten und links. So, bitte lass mich den Baumstamm wegrammen können. Ah! Wer sagt es denn? Gehen wir mal runter. Wer bist du? Du bist doch bestimmt ein Gegner, oder nicht? Nicht? Cool. Hallo. I love watching cute girls dance. The more, the better. Cool. Ja, da kannst du mich tanzen beobachten. Ich hoffe, das hat dir gefallen. So.
Was? Oh nö. Naja, wenigstens fangen wir direkt wieder hier an. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Falsche Taste! Ey, unnötig 2 Leben verloren. Okay, der sagt aber nicht mal mehr was Neues. Dann. Hä? Was genau muss ich denn jetzt hier machen? Ich meine, ich kann jetzt hier tanzen, aber. Was genau bringt mir das jetzt? Lass mich durch! Oh, nö. Ach, das ist doch blöde. Warum komme ich hier nicht weiter? Dann gucken wir mal draußen. Vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Oder sind wir schon. Moment mal, sind wir nicht schon am Dungeon-Eingang vorbeigekommen? War der nicht links vom Dorf? Wisst ihr was, Leute? Ich bringe mich jetzt zweimal um, damit ich volle Leben habe. Und dann spawne ich ja sowieso am Dorf. Und dann werde ich einfach mal nach links gehen. Weil irgendwie habe ich gerade eine. Also es ist einfach zu lange her. Ich habe jetzt seit, was weiß ich, wie lange nicht mehr gespielt. 2 Monaten oder so. Deswegen weiß ich nicht mehr, was so auf dem Weg lag. Aber ich meine, also ich kann mich gerade dunkel erinnern, dass da was gewesen ist. Irgendwie ein Eingang, wo ich dann erst meinte, ach ja, das wird unser nächster Dungeon sein. Und dann bin ich in eine Sackgasse gelaufen und habe da nichts mehr gefunden. Weil Oasis Town auf der anderen Seite der Map lag. Okay, das werde ich jetzt herausfinden. Ich hoffe doch wirklich, dass das jetzt der Fall ist. Und ich möchte bitte zum Dungeon. Dann kann ich endlich in der nächsten Folge wieder eine coole Folge machen und muss hier nicht so. Wie? Käfer. Und muss hier. Ja, noch ein Käfer. Noch ein Käfer. Dann kommen auch gleich wieder die Geister, oder nicht? Ja, lass mich in Ruhe, Geister. Ich möchte einfach nur durch. Aua. Au, au, au. Böse Geister, böse Geister. Das sind auch blaue Geister, genau wie in LBA 2. Ich mag die Musik trotzdem. Moment. Kann ich das vielleicht auch zerstören dann? Vielleicht sind da noch mehr Geheimgänge versteckt. Ach ne, das war links unten, ne? Hä? Ich. Ah! Das war der richtige Tanz. Denn wenn ich den einen zerstören konnte, dann kann ich den auch bestimmt auch zerstören. Ah! Sieh mal einer an! Sieh mal einer an! Was haben wir denn da unten so Schönes drin? Ah, dann habe ich total viele Geheimgänge verpasst. Überall, wo so ein Baumstamm war. Spinne. Pfui, Spinne, ey. Ja, lass mich in Ruhe. Ich möchte einfach nur. Komm ich denn da hoch? Ohne, dass er mich trifft, okay. Naja, egal. Hauptsache, ich falle nicht in die Stacheln. Lass mich doch in Ruhe. So. Ja, lass du mich auch in Ruhe. Das ist mir jetzt egal. Toll, da komme ich nicht hoch. Wahrscheinlich ist da noch ein Baumstamm. Bestimmt, das ist irgendwie so eine Abkürzung. Aber die muss ich erst freischalten, indem ich beide Baumstämme zerstöre. Würde jetzt zumindest in meinem Kopf Sinn ergeben, so. Moment, ich hatte doch auch noch. Habe ich nicht noch. Ich habe doch irgendwie noch. Moment, wie kann ich denn nochmal die Items anwenden? Ich hatte doch irgendwelche. Hä? Ah, genau, so war das. Ja, das wollte ich machen. Also den Spin-Kick und den Rückwärtssalto mit dem Tritt und so. Also ihr habt es ja gerade gesehen, ihr wisst, was ich meine. Yeah. Voll krass, ey. Was? Hä? Wieso hat mich dieses kleine Mistvieh getötet? Hatte ich nur noch so wenig Leben? Okay, habe ich nicht bemerkt. Aber, ja, hatte ich anscheinend nur noch. Ich möchte jetzt aber wirklich eigentlich nur noch durch. Ich habe keine Lust, mich mit den ganzen Gegnern auseinanderzusetzen. So, und ich meine, oh, vorsichtig, ich meine, dass hier irgendwo noch ein Eingang war zu einem Dungeon. Und wenn ich das nicht richtig erinnere, war hier auch noch ein alter Herr, bei dem wir dann speichern können, damit, falls ich im Dungeon zu oft sterbe, ich da auch wieder anfangen kann. Das wäre sehr praktisch. Ja, feindliche Zombies. Ich laufe jetzt hier nur ganz langsam. Ja, hier ist zum Beispiel der Kerl, bei dem ich speichern kann.
Hello, Shantae. Would you like me to save your record of it? Blah, 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 blah. Ja, your game has been saved. Wunderbar. Dann hoffe ich doch, dass wir jetzt auch noch den Dungeon-Eingang finden. Bitte, bitte, bitte. Komm schon. Lass uns den Dungeon-Eingang finden, Shantae. Ja! Oh ja, Leute. Wunderbar. Hier sind wir. What's shaking, Bacon? Give me a sec to figure this thing out. Du willst einfach nur dagegen treten, oder? Hä? Was? Okay, sie benutzt ihr Bein als Schlüssel. Sehr cool. Also die Ideen sind einfach sind ziemlich cool. There we go. Now listen up. The walking nightmares that live in this hole won't see you if you stay in the shadows. But once you're spotted, things will get ugly. Stay hidden as long as possible and you might make it out alive. Thanks, Rosie. I owe you one. Ja, also sie hat uns gerade gesagt, dass wir... Also, dass da drinnen ziemliche Albträume lauern und sie jetzt aber nicht sehen können, wenn wir im Schatten bleiben. Und wir sollen versuchen, so lange wie möglich im Schatten zu bleiben. Dann können wir es vielleicht sogar schaffen, lebend aus der Sache rauszukommen. Also, versuchen wir es? Nein. Das machen wir jetzt nicht mehr. Das machen wir alles im nächsten Part. Aua. Denn wir haben jetzt schon 50 Minuten, müssten es sein, zusammen. Und dann wird das Video einfach zu lang. Also 50 Minuten ist noch so in Ordnung. Und so könnt ihr euch auch freuen. Im nächsten Part kommt endlich mal wieder ein vernünftiges Shantae-Video. Ja, das ist doch auch schön. Also, dann sag ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr guckt es trotzdem noch weiter, obwohl ich jetzt hier dieses Video so versagt habe. Also, bis denn.